Warum bin ich? Bitte schön. Herzlich willkommen, Benvenuto. Ich begrüße freudig, wirklich freudig, Sandten und alle Komplizen. Und ganz besonders begrüße ich unseren Weihbischof Dominikus Schwaderlapp, der die stattfindende Visitation zum Anlass genommen hat, auch unseren Lotsenpunkt hier zu besuchen. Herzlich willkommen und ich lade Sie herzlich ein, allen drei Gruppen beizutreten, den Freunden, den Komplizen und den Sympathisanten, auch wenn es gleich ein bisschen kritisch wird. Wenn Kardinal Marx sagt, AfD-Mitgliedschaft und Christsein geht nicht zusammen, dann hat er recht, weil die Leute, die in der AfD sind, die AfD wählen oder auf Pegida-Spaziergängen mitgehen und da behaupten, sie würden das christliche Abendland verteidigen, die haben mindestens eines der beiden Programme nicht verstanden. Entweder haben sie die Bergpredigt nicht verstanden oder das Parteiprogramm der AfD, respektive Pegida. Ich finde, solche Leute, das muss ich so sagen, sind entweder dumm oder nicht aufrichtig. Und in beiden Fällen wüsste ich nicht, wie ich mit ihnen sinnvoll ins Gespräch kommen soll. Deswegen finde ich so eine klare Haltung, wie Marx sie an den Tag gelegt hat, richtig und großartig. Aber eigentlich sollte ja so eine klare Haltung der Kirche bei Themen wie Fremdenfeindlichkeit und Rassismus selbstverständlich sein. Weil die Bergpredigt, die Bibel, das Christsein lässt keine andere Möglichkeit zu. Warum fällt das dann so auf, wenn ein Kardinal so ein deutliches Wort spricht? Ich glaube, das liegt daran, dass die Amtskirche in vielen anderen Fragen, die Menschen bewegen, nicht so deutlich im Sinne der Menschen spricht. Das Oberthema, glaube ich, in unserer Kirche ist Liebe. Liebe zu den Menschen, Liebe zum Nächsten, Liebe zu Gott. Liebe braucht Vertrauen. Vertrauen braucht Glaubwürdigkeit. Solange aber aus den Reihen kirchlicher Würdenträger und von Menschen, die mit der Ausbildung von Priestern betraut sind, die fürchterlichen Missbrauchsfälle höchstens halbherzig aufgearbeitet werden und den Untersuchenden kein vollständiger, bedingungsloser Zugang zu den Dokumenten gewährt wird, die Täter nicht konsequent der Justiz überstellt werden, so lange, glaube ich, nimmt die Glaubwürdigkeit der Amtskirche Schaden. So lange kann kein Vertrauen neu wachsen und so lange wird ihre Relevanz abnehmen. Ich erlebe das so, dass das alles gar nicht mehr vermittelbar ist. Das ist nicht da draußen in der Gesellschaft vermittelbar, es ist aber auch immer weniger in den Ortsgemeinden vermittelbar. Ich kenne nicht so viele Gemeinden wie Sie, Herr Weihbischof, aber ich kenne viele durch meine unterschiedlichen Tätigkeiten. Und selbst dort, in den Pastoralteams, in den ehrenamtlichen Kreisen, sehe ich immer weniger Menschen, die das alles nachvollziehen können. Wenn die Amtskirche nur in Fragen, die die hierarchische, patriarchale Struktur nicht bedrohen, progressiv ist, dann kann diese Glaubwürdigkeit, kann diese Relevanz nicht wachsen. Im Gegenteil. Und uns vor Ort tätigen Kirchenmitarbeitern macht das bisweilen unseren Alltag schwer, unsere Arbeit schwer. Wir werden nämlich häufig in Mithaftung genommen. Hier um mich herum sieht man gerade Mitglieder einer Gruppe, das sind die jungen Alten, Seniorinnen, die von Ria Stockbauer betreut werden. Die machen in dem Projekt mit. Dann habe ich eine Gruppe in der Flüchtlingsunterkunft in der Wülfingstraße. Da sind nicht nur Geflüchtete drin, sondern auch ehrenamtliche Betreuer und hauptamtliche Mitarbeiter ebenso. Gerade gestern habe ich noch eine Kooperation mit den Augusta Hart Horizonten vereinbart. Also auch dort wird es eine Gruppe geben. Mit der Spanischen Mission werde ich eine aufbauen, mit dem Jugendkreis und so weiter und so fort. Und Ziel ist, dass die Gruppen, wenn ich sie gemischt habe, das ist mir wichtig, dass sich Kulturen und Generationen begegnen und von ihren Lebenserfahrungen erzählen und von ihren Träumen, Sehnsüchten, genauso von ihren Schwierigkeiten. Manchmal spielen auch Traumata eine Rolle.
Und aus all diesen Geschichten möchte ich eine andere Quartiersführung entwickeln, in der die Geschichten in der Lennepper Altstadt einen Ort bekommen. Das wird so eine Art Stationentheater. Die Projektbeteiligten werden die Geschichten selber vortragen. Ich werde das so ein bisschen inszenieren. Ich komme ja eigentlich vom Theater. Dann gibt es dazu Häppchen oder Getränke, die zur Story passen, sodass man eine Stadtführung machen kann, daran teilnehmen kann als Bürger. Man kann sich dann anmelden, in der man anderen Menschen ganz konkret in ihrem Leben begegnet. Das ist also so ein Endziel dieses Projektes. Ich denke auch an eine Fotoausstellung, an ein Buch, vielleicht einen Geocaching-Pfad, sowas überlegen wir auch. Und das alles sind ja natürlich Gelegenheiten, aber um auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Ja, ohne das würde das alles gar keinen Sinn machen. Es ist ja so, die Leute begegnen sich dann ganz anders und verstehen sich auch ganz anders. Wenn zum Beispiel der geflüchtete Syrer von seinem Erleben auf dem Meer erzählt, von all den Wirrnissen, Hindernissen und Fürchterlichkeiten, die er erlebt hat, dann kann die ältere Dame das womöglich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil sie aus Schlesien vertrieben wurde. Und plötzlich ist da ein ganz anderes Verstehen. Ja? Und dann sind Vorurteile irgendwie weg, die sind obsolet. Ja? Die verblassen total. Die verblassen dann und man begegnet sich wirklich. Und das ist eigentlich der Kern dieses Projektes, dieses sich wirklich begegnen. Ja, ich halte sehr viel von der Aktion. Sehr viel. Wir haben auch eine tolle Runde hier donnerstags, kann ich nicht anders sagen. Und wir tauschen uns sehr gut aus. Doch. Ja, mein Name ist Angela Günther, Pfarrgemeinderat St. Bonaventura und Heiligkreuz. Der Lotsenpunkt wird von unserer Gemeinde finanziert, unterstützt und wir haben ganz viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die hier sind. Und das Projekt also gegen Fremdenfeindlichkeit und Fremdenhass, ich finde, das kann man nur unterstützen. Mein Name ist Ronny John, ich bin Diakon hier in der Gemeinde und kann mich eigentlich dem nur anschließen, dass man nicht genug gegen Fremdenfeindlichkeit tun kann.